George, am letzten Sonntag konntest du endlich auch dein erstes Heimspiel im Trikot des TSV Havelse bestreiten. Wie wurdest du hier in Havelse aufgenommen und wie bewertest du das 1:1 gegen Flensburg? Erstmal wurde ich gut aufgenommen von den Jungs. Ist ja nicht mein erster Wechsel jetzt vom anderen Verein. Aber es ist halt wie bei anderen Vereinen auch gewesen. Also Jungs sind nett und korrekt. Alle in Ordnung. Das 1:1 kann man entweder negativ oder positiv betrachten. Ich sehe es positiv. Wenn man das Spiel davor sieht gegen Kloppenburg, wo wir richtig auf die Mütze bekommen haben, da haben wir auf jeden Fall eine gute Reaktion gezeigt, auch dann wieder nach dem Rückstand, nach dem frühen Rückstand. Ja, am Ende sage ich, wäre sogar noch mehr drin gewesen, aber wo muss man das erstmal so hinnehmen, sagen wir mal, ist okay. So, und jetzt denke ich, dass wir gegen Goslar auf jeden Fall den ersten Heimsieg dann im Jahr 2016 haben. Bereits am Donnerstag, du hast es angesprochen, um 20 Uhr treffen wir auf Goslar. Die sind seit 4 Spielen ungeschlagen, ausgerechnet gegen den Club, für den du letzte Saison gespielt hast. Ist es für dich daher ein besonderes Spiel und was erwartet uns für eine Begegnung? Besonderes Spiel? Nein, nicht wirklich. Also es ist klar mein alter Verein. Es geht genauso um 3 Punkte auch wie am Montag dann darauf gegen Wolfsburg. Sind nicht mehr viele Leute im Verein, die ich jetzt so kenne, wo ich sage, okay, zu denen hatte ich eine besondere Beziehung, außer unser alter Zeugwart, zu dem ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Und auf den, also das ist eigentlich eine der einzigen Personen, die ich mich da freue. Von daher ist es für mich ein Spiel wie jedes andere auch. Und was uns erwartet, denke ich mal, eine Mannschaft, die, wie du schon angesprochen hast, mit ein bisschen Rückenwind kommt und 4 nicht verlorenen Spielen. Aber das interessiert uns nicht, weil am Ende müssen wir trotzdem, egal gegen welchen Gegner, bestehen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da gewinnen.